Schönen guten Tag. Ah, ich höre mich selber, ja, das ist gut. Ich begrüße Sie. Ich freue mich, dass wenigstens ein paar dabei sind, die mir heute zuhören möchten. Ich begrüße auch meine Online-Zuschauer. Auch da freue ich mich, dass Sie sich dazugeschaltet haben. Ich werde heute Ihnen die Vorteile der modellbasierten Offsite-Vorfabrikation erklären und die damit verbundenen Kosteneinsparpotenziale. Und ich werde Ihnen versuchen zu erklären, wie wir das Ganze gestalten und wie wir das umgesetzt haben, Exceller, und wie wir das machen. Bevor ich einsteige, will ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Fabian Franke. Ich bin geborener Berliner. Ich habe in Berlin studiert, an der TFH. Ich bin Architekt. Ich habe nach meinem Architekturstudium Europa verlassen und habe 10 Jahre lang im Ausland gelebt und gearbeitet. Ich bin 3D-Visualisierungsspezialist gewesen und im Zuge der Zeit hat es sich ergeben, dass ich das Thema BIM vereinnahmt habe, mich mit dem Thema BIM beschäftigt habe und mich hier in der Schweiz dann zum BIM-Spezialisten weiterentwickelt habe. Ich habe bei FSP-Architekten gearbeitet, einige von Ihnen werden die vielleicht kennen, führendes Architekturbüro im Thema Digitalisierung. Und ich habe jetzt als Architekt die Seite gewechselt und arbeite für einen Materiallieferanten, einen Zulieferer im ganzen Bauprozess. Warum habe ich gewechselt? Ganz einfach, weil Xella die erste Firma ist oder die erste Baustofffirma, die sich dem Thema BIM zu 100% verschrieben hat und im Rahmen der Digitalisierung darauf reagiert hat, um weiterhin in der Zukunft konkurrenzfähig zu sein. Worüber werde ich heute reden? Ich habe meinen Vortrag zweigeteilt. Das heißt, der erste Teil wird sich mit Bluesprint beschäftigen. Bluesprint ist der digitale Service, den wir kostenlos anbieten. Und mit diesem digitalen Service ermöglicht es uns, in der Zukunft auf dem Baumarkt weiter zu bestehen, konkurrenzfähig zu bleiben. Ich möchte Ihnen erklären, wie wir das umgesetzt haben und wie das funktioniert. Das Ganze habe ich genannt produktbasierter Einstieg. Produktbasierter Einstieg, ganz einfach, weil wir neue Produkte entwickeln mussten, um die auf das Thema BIM also zu synchronisieren, beziehungsweise wir mussten neue Produkte entwickeln, damit sich das Thema BIM da lohnt und die ganze digitale Planung überhaupt auch Sinn macht. Das Ganze werde ich dann noch an einem Schweizer Projekt, welches wir im letzten Jahr erfolgreich abgeschlossen haben, etwas näher erläutern. Bluesprint, ich habe es schon erwähnt, Bluesprint ist dieser digitale Service, den wir entwickelt haben. Und was jetzt neu und ungewöhnlich bei der ganzen Sache ist, dass wir als Baustoffhersteller Teil der Planung sein wollen. Und das ist genau das, womit sich ja BIM sehr oft beschäftigt oder immer wieder beschäftigt. Dass gesagt wird, dass die Spezialisten, die Fachplaner schon früh in den Planungsprozess mit einbezogen werden müssen. Und wir pushen das. Das heißt, ich als Architekt möchte bei Ihnen im Planungsteam dabei sein, im Planungsprozess dabei sein, um Ihnen die Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie brauchen. Und da geht es eben ganz klar um Rohbau, dabei geht es um Steine, in unserem Fall um Porenbeton. Auf unsere Produkte werde ich gleich noch näher eingehen. Das heißt, der erste Punkt, den Sie hier sehen, modellbasierte Planung. Wir sind in der Lage, mithilfe des IFC-Modells, Sie in der Planung zu unterstützen. Wir bauen unsere eigenen Modelle, wir nehmen Modelle von den Kunden und planen mithilfe dieser Modelle dann für Sie. Und da wir natürlich, was die Steine angeht, was die Materialqualitäten angeht, was die Materialeigenschaften angeht, am besten Bescheid wissen über unsere Produkte, können wir Sie da natürlich am besten unterstützen. Das heißt, wir können ganz früh unsere Fachexpertise zur Verfügung stellen. Derzeit sieht das häufig so aus, dass wir eigentlich Ihnen einen Alternativvorschlag machen. Wir als Produkthersteller sind in diesem Planungsprozess logischerweise noch nicht so tief involviert, dass wir 1:1 gleich unsere Ideen mit einbringen können. Wir kommen mit einem Alternativvorschlag, mit einem Alternativmodell auf Sie zu und Sie können dann das Ganze vergleichen und die Argumentation, die wir Ihnen vortragen oder vorgeben, sozusagen prüfen und in Ihren Entwurf mit einfügen können.
Zweiter Punkt, modellbasierte Vorproduktion. Es ist natürlich eine gegebene Sache, dass dieser Digitalisierungsprozess auch für uns intern, für Xella intern eine Rolle spielt. Wir wollen davon natürlich auch profitieren. Wir sind ein international aufgestelltes Unternehmen. Wir sind in 25 Ländern von Europa vertreten. Wir haben 95 Werke, mit denen wir produzieren. Diese 95 Werke haben alle unterschiedliche Standards. Sie sind an unterschiedlichen Standorten. Sie sind über die Zeit dazugekommen. Wir haben sie gekauft, wir haben sie gebaut. Das heißt, wir müssen 95 Mal unterschiedlich unsere Produktionsroboter ansteuern, um am Ende einen Stein aus der Produktionsanlage rauszubekommen. Das ist für uns sehr unwirtschaftlich. Und wir stellen gerade diese 95 Werke um auf einen Standard. Und wenn ich das mal so sagen darf, auf den Standard, Sie produzieren für uns die Produktionspläne. Das heißt, wir können aus dem IFC-Modell heraus unsere Produktionsanlagen direkt ansteuern. Das ist für uns ein extremer Effektivitätsfortschritt und natürlich für Sie der Vorteil, dass genau das, was wir planen mit Ihnen zusammen, das wird bei uns produziert und am Ende kommt genau das raus, was Sie für Ihr Projekt, für Ihre Baustelle benötigen. Da wir das Ganze jetzt so digital aufgestellt haben, dass wir am Ende der Produktion wissen, was rauskommt, für wen es rauskommt, welches Bauprojekt das ist, welche Etage das ist, können wir natürlich die Logistik dementsprechend genau steuern und anfahren. Das bedeutet, wir können Ihnen die Produkte, unsere Elemente auf die Baustelle liefern, zeitgenau. Just-in-Time-Lieferung genau dann, wenn Sie sie benötigen. Das heißt, Sie brauchen keine Lagerfläche auf Ihrer Baustelle. Wir liefern, wenn es brauchen, am besten gleich vom Truck abheben und direkt abheben oder ablegen, wo das Element benötigt wird. Weiterer und vierter, letzter Vorteil dieser Blueprint-Planung ist natürlich, dass dadurch, dass wir vorproduzieren für Sie in unseren Werken, der Aufbau auf der Baustelle dementsprechend einfach ist. Das heißt, wir liefern Ihnen Werkpläne, die können Sie sich wirklich so vorstellen wie die IKEA-Aufbauanleitung für Ihr Regal. Die sind einfach lesbar, die sind automatisch erstellt, die sind somit fehlerfrei. Und auf der Baustelle ist es dann wirklich nur noch ein Puzzeln wie bei Lego. Sie müssen die einzelnen Elemente nur noch aufstellen, zusammenkleben und die ganze Sache ist fertig. Und das macht die ganze Sache eben so effizient und schnell und ermöglicht es, dass Sie bis zu 20% Kosten einsparen können beziehungsweise und 30% Zeit einsparen. Dieses Aufstellen unserer Elemente bedeutet eben, dass wir da richtig um Kosteneinsparungen uns unterhalten können. Sie haben in der Folie vorher gesehen, auf der rechten Seite ein Projekt, welches wir da mal genau untersucht haben. Ich springe nochmal zurück. Da geht es um ein Projekt, welches wir unabhängig mal untersuchen lassen haben, von einem Herrn Professor Eisfeld der Uni Bielefeld. Der hat bei diesem Projekt erarbeitet bzw. herausgefunden, dass wir durch den Einsatz von Blueprint und durch den Einsatz von BIM bei diesem Projekt 20% Kosten und 30% Zeitersparnis erreicht haben. Diese Zahlen haben uns intern selber sehr überrascht und deshalb präsentiere ich Ihnen die sehr gerne, natürlich auch mit einem gewissen Stolz. Ich werde Ihnen jetzt erklären, wie die ganze Sache funktioniert, wie wir da hingekommen sind, um diese Zahlen zu erreichen. Und dabei handelt es sich ganz einfach natürlich um die Systembauweise unserer Elemente. Es handelt sich um die Geschwindigkeit, mit der es aufgestellt werden kann. Das heißt, in dem Projekt konnten wir also 500 Lohnstunden sparen. Und das alles wird eigentlich nur möglich gemacht durch die Offsite-Produktion in unseren Werken, durch die digitale Planung im Voraus und das direkte Ansteuern unserer Produktionsstätten. Wir haben drei Produktgruppen entwickelt, mit denen wir die BIM-fähig sind. Wir sagen bei uns intern, das sind unsere BIM-Produkte. Das sind die Produktgruppen, mit denen wir Blueprint umsetzen können. Und ich möchte Ihnen das erste Produkt vorstellen. Das sind unsere SWE-Elemente. SWE steht für Systemwandelemente. Diese SWE-Elemente, das sind
tragende Porenbetonelement. Sie sehen das hier auf dem Foto sehr schön. Die kommen in einem Raster von 60 cm, wobei wir da natürlich flexibel sind. Wir können dieses Raster verändern. Das ist dann zum Beispiel eine dieser Aufgaben, die wir in der digitalen Planung da vorher schon vornehmen. Wir kommen dort mit zwei unterschiedlichen Dichten und können somit auch unterschiedliche Lambda- und Wärmedämmwerte erreichen. Diese Elemente sind dreimal schneller aufzustellen oder können bis zu dreimal schneller aufgestellt werden. Das sehen Sie hier auf dieser Folie. Wir haben da Vergleiche einerseits zum normalen Einsteinmauerwerk mit Ziegelsteinen aufgestellt, beziehungsweise zu einem internen Produkt mit unserem Thermoblock. Das ist ein etwas größerer Ziegel und unsere SWE-Steine. Wir haben oder erreichen dort eine Geschwindigkeit des Aufstellens von 150 Quadratmetern pro Tag. Das bedeutet, das sind drei Leute, ein Kranführer und zwei Monteure, die das Ganze aufstellen. Sie sehen hier auf der linken Seite dann nochmal ein paar physikalische Eigenschaften dieser Elemente. Wir können die also in unterschiedlichen Wandstärken liefern, von 150 bis 500 Millimeter Wandstärke. Wir können sie im Innenbereich einsetzen und im Außenbereich. Und im allerbesten Fall können wir aufgrund der guten Wärmedämmeigenschaften des Porenbetons da dann eine Wärmedämmschicht zum Beispiel vermeiden und verhindern und das Ganze in einem Einsteinmauerwerk aufbauen. Das führt dann natürlich dazu, dass wir da auf der Baustelle auch den zweiten Arbeitsschritt des Wärmedämmens der Außenwand zum Beispiel verhindern und vermeiden können. Sie sehen hier auf dieser Folie einen Teil unserer Blueprint-Planung. Das heißt, auf der linken Seite sehen Sie eins unserer Elemente, Modelle, so wie wir die dann elementieren. Das heißt, wir bekommen von Ihnen ein IFC-Modell. Wir führen einen Modellcheck durch, dass dieses IFC-Modell für uns funktioniert. Das machen wir in einer sehr engen Kollaboration. Das kann zum Beispiel auch über das BCF-Format funktionieren. Wenn dieses Modell dann so ist, dass wir das elementieren können, dass unser Algorithmus damit arbeiten kann, dann wird dieses Modell automatisch elementiert. Und aus diesem elementierten Modell können wir dann, wie gesagt, zum Beispiel unsere Produktionsanlagen ansteuern. Oder wir können eben auch die Ausführungsplanung, so wie Sie sie hier auf der rechten Seite sehen, automatisch erstellen. Damit erreichen wir halt eben zum Beispiel, dass diese Ausführungsplanung extrem fehlerlos ist, da natürlich das Ganze in den Modellen vorher koordiniert wurde. Wir haben ein zweites Produkt, das nennen wir TWE, das sind unsere Trennwandelemente. Diese Elemente sind nicht tragend. Die können Sie sich sozusagen vorstellen als Konkurrenzprodukt zur Gipskartonplatte. Vorteil dieser TWE-Elemente ist es, dass sie massiv sind. Wir reden hier vom Massivbau. Das heißt also, im Gegensatz zur Gipskartonplatte wirkt diese Wand nicht hohl. Man kann an die Wand klopfen und das fühlt sich massiv an. Damit haben wir natürlich da auch in Sachen Tragfähigkeit Vorteile gegenüber der Gipskartonplatte. Und man muss so zum Beispiel nicht darauf achten, dass die Ständerkonstruktionen gewissen Sachen angepasst werden. Einige von Ihnen werden das vielleicht kennen, wenn man etwas Schweres an die Wand hängen will, möchte, wie zum Beispiel riesige Bildschirme oder so. Damit haben wir keine Probleme. Diese Trennwandelemente können im nassen Rohbau eingebaut werden. Wir empfehlen das sogar. Insofern, dass wir es unterstützen, dass die Elemente, bevor die Decke gegossen wird, auf die Baustelle bringen. Wir koordinieren, wo die abgelegt werden, das werde ich Ihnen gleich zeigen, und dass die dann eingebaut werden, sobald die Decke gegossen ist, beziehungsweise die Deckenschalung abgenommen wurde. Kurz zu den Eigenschaften. Diese Trennwandelemente liefern wir in zwei Wandstärken, 70 und 100 mm. Wie gesagt, das ist ein binnenfähiges Produkt. Die kommen in einer Standardbreite von 600 zu 500 mm, je nachdem, welche Dichte Sie haben. Und wir bieten die in zwei Rohdichten, 600 und 800 Kilogramm pro Quadratmeter. Und auch hier ein ganz wichtiger Punkt ist die Effizienz des Aufbaus. Wir können also da 50 Quadratmeter pro Tag und Monteur anbieten. Und das ist normalerweise, also beim Swissmodul zum Beispiel, eben doppelt
so schnell. So, wie funktioniert jetzt da unsere digitale Planung? Also mal abgesehen von der Elementierung, die wir automatisch für Sie vornehmen, ist es bei dem Produkt noch recht wichtig, dass wir vorplanen, wo die auf dem Grundriss oder wo die auf der Bodenplatte abgelegt werden beim Einbau. Da, ich erwähnte es schon, die auf die Baustelle geliefert werden, bevor die Decke gegossen wird. Sie sehen das in dem Grundriss auf dieser Seite. Die rot schraffierten und blau schraffierten Flächen sind die Ablageorte und die koordinieren wir halt. Da schauen wir, erstens liegt das Paket nicht in einer geplanten Wand oder liegt die nicht in einem Ort, wo zum Beispiel die Deckensprießen für die Deckenschalung nachher vorgesehen sind. Das koordinieren wir. Natürlich koordinieren wir die richtige Menge. Das heißt also, dass diese Pakete enthalten genau die richtige Anzahl Elemente. Und somit ist ein schneller und effizienter Aufbau dann gewährleistet. Und es kann uns nicht passieren, dass zum Beispiel ein Element fehlt oder am falschen Ort abgelegt worden ist. Auch hier ist es wieder ganz klar, die Vorteile, die der Service Bluesprint bietet, das wäre eben die automatische Elementierung, das wäre ein automatischer Masseauszug zum Beispiel. Aber das sind, wenn man es sehr so möchte, eigentlich schon Standardvorteile der BIM-Planung. Und wie gesagt, hier die dazu erklärten Verlegehilfen, die wir Ihnen da bieten. Diese Elemente werden nicht im Werk vorgeschnitten. Das ist vielleicht etwas, was noch wichtig zu erwähnen ist. Da müssen wir im Innenausbau sozusagen auf die Bautoleranz reagieren und können also nicht auf den Zentimeter oder auf den Millimeter genau vorschneiden. Diese Elemente sind allerdings auch leicht und klein genug und gut zu handeln, dass man die sehr gut mit einer Kreissäge auf der Baustelle zuschneiden kann. Unsere letzte Produktpalette, die BIM-fähig ist in dem Fall, sind unsere Kalksandsteine. Die sind in dem Fall jetzt nicht ganz so groß wie die zwei vorherig gezeigten Produktgruppen. Da haben wir einfach ein Gewichtsproblem. Und diese Kalksandsteine sind allerdings so groß, dass wir mit vier Lagen eine Wand hochziehen können. Und auch das folgt dann natürlich immer noch in einem extremen Zeitvorteil, den es beim Aufbau bietet. Auch diese Produkte bieten die klassischen Bluesprint-Vorteile, also der automatisierten Elementierung, automatisierter Masseauszug und natürlich erstellen wir die Werkpläne dementsprechend automatisch, wie schon gezeigt. Vorteil dieser Kalksandsteine ist es natürlich, dass sie eine extrem hohe Tragfähigkeit haben. Konkurrenzprodukt wäre hier ganz klar die Stahlbetonwand, mit die wir dementsprechend schneller ersetzen können. Das heißt, wir sparen uns hier das Einschalen, das Trocknen lassen, das Eisenlegen, das Ausschalen etc. Sie sehen hier noch auf der rechten Seite ein schönes Foto von einer solchen Baustelle. Man kann sich vorstellen, diese vier Lagen, die man da sieht, die sind frisch verlegt. Und ich persönlich habe es erlebt, es ist ein Aha-Effekt. Man sieht, das geht einfach nur schnell. Wir haben hier Wandstärken oder Möglichkeiten oder die klassischen Wanddicken von 115 mm bis 365 mm. Wir bieten die in zwei Rohdichtenklassen an. Da geht es ganz klar um die Schallschutzanforderungen, die die jeweilige Wand dann erfüllen muss. Und standardmäßig haben wir da ein paar Grundelemente, die dann mit dazugehörigen Passelementen noch ersetzt werden kann, weil auch da ist es ganz wichtig, dass wir möglichst viel mit Standard arbeiten. Das möchte ich Ihnen auch gleich noch ein bisschen näher erläutern. Sie sehen hier wieder einen Teil unserer Bluesprint-Planung. Auf der linken Seite dreidimensional sehen Sie mal ein Modell und einen Schnitt durch eine solche Wand. Das heißt also, unser Algorithmus erstellt auch wirklich jeden Stein einzeln. Jeder Stein einzeln kann einzeln angesteuert und berechnet werden. Und somit macht es das natürlich sehr einfach, da die entsprechenden Massen herauszuziehen. So, beim Kalksandstein ist es jetzt extrem wichtig, wir reden da von einer Optimierung, dass wir das Ganze optimieren. Warum? Rot eingekreist sehen Sie es hier, Sägelänge zu Quadratmetern. Und wenn man Kalksandstein verarbeitet, da ist es recht wichtig, dass man die
Schnittlängen möglichst gering hält, weil der Kalksandstein hart ist, das Schneiden ist teuer, kostet Zeit und Geld. Und wir mit unserem Bluesprint-Service, wir versuchen diese Schnittlängen natürlich so gering wie möglich zu halten. Und jetzt kommt etwas ins Spiel, was ich anfangs auch schon angesprochen habe. Das heißt, wenn wir Teil des Planungsprozesses sind, dann kann ich als Architekt zum Beispiel Sie als Planer fragen bzw. im Entwurfsprozess teilhaben und sagen, was passiert denn, wenn wir zum Beispiel ein Fenster in einer Wand um eine gewisse Länge verschieben? Ich habe das hier mal kurz exemplarisch dargestellt. Auf dieser Folie sehen Sie oben eine Standardwand, wie wir sie jeden Tag gesendet bekommen. Und wenn wir die dann elementieren, dann bekommen wir ein Ergebnis von zum Beispiel 40 zu 45. 40 Blöcke geschnitten, 45 ganz in dem Fall. Das ist ein recht hohes Verhältnis, ist ja fast 50-50. Und das ist recht teuer. Und wenn wir jetzt sagen, okay, was passiert, wenn wir jedes dieser Fenster um ein paar Zentimeter verschieben, dann erreichen wir ein Verhältnis von 10 zu 75. 10 geschnittene Blöcke und 75 ganze Blöcke. Das heißt, wir könnten 75% weniger schneiden oder die Schnittlänge um 75% verringern. Und das ist ein extremer Kostenfaktor. Und das können wir natürlich nur gewährleisten, wenn wir Teil der Planung sind und schon früh dabei sind und solange es eben noch möglich ist, Fenster zu verschieben. Bisher ist es so, wir als Zulieferer, wir werden vor vollendete Tatsachen gesetzt. Und dann heißt es auf einmal, ja, liefern Sie uns die Steine für diese Wand. Und wir intern wüssten eigentlich, das ginge wesentlich effizienter, wesentlich schneller. Und in dem Fall können wir, oder meistens können wir da keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Bluesprint ermöglicht es uns also früh, auf diesen Planungsprozess mit einzugehen und eben auch für Ihre Kunden da extrem Geld und Zeit zu sparen. Ich komme jetzt zum zweiten Teil meines Vortrages. Ich möchte das Ganze an einem Schweizer Projekt noch mal etwas näher erläutern. Mir persönlich passiert es sehr häufig, dass ich mit dem Argument, wir seien zu teuer, mehr oder weniger zur Seite geschoben werde. Und ich habe mir intern einfach mal gesagt, ist denn das wahr? Stimmt das, dass wir zu teuer sind mit unserem Porenbetonstein gegenüber dem Ziegelstein, dem Bergstein? Und ich habe mir das mal etwas genauer angeguckt. So, was haben wir hier? Ich habe hier ein Projekt, das ist ein sehr schönes Standardprojekt. Das sind drei Mehrfamilienhäuser, die wir in Lommeswil aufbauen durften. Sie sehen hier einerseits ein Rendering von dem Projekt. Jedes dieser Mehrfamilienhäuser hat eine unterschiedliche Größe, die sind unterschiedlich vom Shape und wir haben da für unseren Kunden das Ganze dreidimensional aufgesetzt und schön nach Bluesprint durchgeplant. Das heißt, in den 3D-Bildern sehen Sie da zum Beispiel grün Stahlbetonwände, die wir brauchen, um die Erdbebensicherheit zu gewährleisten. In Orange sehen Sie nicht standardisierte Elemente, in dem Fall sind es unsere SWE-Teile. Das bedeutet, die sind eben extra zugeschnitten. Sie sehen das auch hier, das sind nicht die rechtwinkligen Ecken, die dort zum Beispiel sind. Das heißt, da mussten wir in einem Winkel schneiden, heißt, das ist nicht Standard und so weiter. Das ist für dieses Projekt war das eine sehr spannende Sache, da wir da auch bei dem einen Gebäude oder bei beiden Gebäuden mit sehr vielen Winkeln arbeiten durften. Die Außenwand, die wir bei diesem Projekt verwendet haben, ist ein sehr schön einfacher Aufbau. Das heißt, wir durften hier unsere 365er SWEs anwenden, die dann mit einem Dämmputz und einem Kalkzement-Innenputz einen U-Wert von 2,0 erreichen und insofern also einen Lambda-Wert von 0,08 haben. So, und jetzt habe ich mal geschaut, sind wir wirklich teurer, wenn wir diese unsere Elemente benutzen? Und ich habe da mal zur Konkurrenz geschaut und habe zwei Produkte genommen, die genau die gleichen Eigenschaften erfüllen. Das heißt also, die einen Lambda-Wert von 0,08 haben und auch die gleiche Wandstärke, nämlich 365 mm haben, und habe mir das mal genauer angeschaut. So, was habe ich gemacht? Das will ich Ihnen nur ganz kurz hier zeigen. Das heißt, ich habe geschaut, was haben wir geplant, wie viele von diesen Elementen, wie viele Wandelemente, wie viel Quadratmeter Wand haben wir
in diesem Projekt verwendet. Sie sehen das hier, für mich war das relativ einfach rauszuziehen, da natürlich aufgrund der BIM-Planung, aufgrund der 3D-Daten, die wir haben, konnte ich das also in diversen Tabellen dann sehr schnell zusammenziehen. Sie sehen hier, ich habe mir hier durch die einzelnen Häuser mal jeweils rausgesucht, was wir haben. Ich habe das rechts auf der Tabelle mir in Excel zusammengefasst und bin dann auf 1925 Quadratmeter gekommen. Das ist so eine Zahl, mit der ich heute ein bisschen jonglieren will. Das heißt, wir haben für diese drei Häuser 1925 Quadratmeter SWE verbaut. Und jetzt habe ich mal geschaut, okay, was bringt mir das, wenn ich das mit unseren SWEs einbaue im Vergleich zu den Ziegelsteinen, die Sie dort vorher gesehen haben. Die Zahl 150 Quadratmeter, drei Leute, ein Tag, das ist eine Zahl, die ich als Grundlage genommen habe. Und wie lange dauert es jetzt mit diesen drei Leuten, diese 1925 Quadratmeter zu stellen? Das sind 12,8 Arbeitstage. Dass die nicht 12,8 Arbeitstage auf unserer Baustelle gebraucht haben, ist klar. Das sind jetzt theoretische Werte, mit denen ich hier rechne. Das sind theoretisch gerade Wände, da sind keine Schwierigkeiten dabei, da sind keine Winkel dabei und so weiter. Wir reden hier, oder ich habe das Ganze also recht theoretisch betrachtet. So, diese 12,8 Arbeitstage, diese 2,5 Wochen, die es dauert, um diese 1900 Quadratmeter zu stellen, habe ich mal verglichen mit unserem Thermoblock. Das ist ein Ziegel, der ist ein bisschen größer als der normale Ziegelstein, den Sie vorher gesehen haben. Und da würde ich 31,7 Arbeitstage brauchen. Und mit dem Hochlochziegel, der würde ich ganze 7 Wochen brauchen. Das sind 36 Arbeitstage, 36,5 Arbeitstage. So, das heißt also, das ist ein extremer Zeitunterschied. Und dieser Zeitunterschied taucht meistens in den Berechnungen, in den Kostenberechnungen, in den Kalkulationen nicht auf. So, wenn ich jetzt also komme und sage, okay, in der Zeit, in der Sie diese 1925 Quadratmeter in Ziegelsteinen aufbauen, kann ich zweimal so viel aufbauen. Das ist die Grafik, die Sie da unten sehen. Und zweimal so viel ist in dem Fall noch untertrieben. Ich bin sogar noch mehr. Ich bin fast eben an 60%. Ich sage zweimal so viel, damit bin ich eigentlich schon happy und zufrieden. Warum reite ich so ein bisschen auf der Zeit rum? Wir sind in das Projekt eingestiegen in Lommeswil, das war im März letzten Jahres. Und es hieß, wir sind 8 Wochen im Verzug. Und es gab ein bisschen Panik auf der Baustelle, weil wir wollten zum Winter die Baustelle dicht haben. Die sollte geschlossen sein, um dann über den Winter zu trocknen und im Frühjahr weiterzumachen. Und wir haben es geschafft, diese 8 Wochen aufzuholen. Und da haben wir einen nicht ganz unbedeutenden Beitrag dazu geleistet. Das heißt also für Bauunternehmer, die sagen, sie möchten mit unseren Elementen, mit unserer Blueprint-Planung planen, können wir pauschalisiert sagen, sie bauen doppelt so schnell. Sie bauen zwei Häuser in der Zeit, in der sie normalerweise ein Haus bauen. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Argument, mit dem ich da kommen kann, dass wir Ihnen einen Fortschritt liefern können, eine Effizienzsteigerung liefern können, ohne dass Sie dabei irgendein Risiko eingehen. Ich habe mir dann natürlich nochmal angeschaut, was kostet das denn eigentlich im Detail. Sie sehen hier in der Graph-Tabelle direkt hinter mir mal ein paar Preise rausgezogen aus aktuellen Katalogen, und Sie sehen, dass wir mit unseren Richtpreisen gar nicht so weit weg sind. Also wir sind eigentlich genau in der Range. Wir sind im oberen Drittel der Preisrange. Den billigsten Backstein, den ich finden konnte, der die Eigenschaften unserer Wand erfüllt, der kostet 106 Schweizer Franken. Dazu muss ich sagen, das kostete er vor einigen Monaten. Und der teuerste Stein, den ich finden konnte, ist mit 141 Franken dabei, und wir sitzen mit unserem Kleinformat, mit unserem Thermoblock bei 112 Franken und 124 Franken
mit unserem Yton Großformat. Das sehen Sie auch nochmal, den Stein, den ich da genommen habe, in der oberen Tabelle rot eingekästelt. Wenn ich jetzt sage, okay, wir haben diese Elemente, dann braucht man natürlich, um die Kostenberechnung irgendwie vergleichbar zu machen, um einen Richtpreis zu errechnen, natürlich noch Faktoren wie zum Beispiel den Zubehör, den Verschnitt, den Bruch, einen Arbeitszeitrichtwert und so weiter. Und das macht das Vergleichen dieser Produkte immer irgendwie schwierig, weil das natürlich jeder Hersteller erstens anders annimmt und zweitens natürlich ist da auch immer unterschiedliche Werte gibt, es gibt unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe jetzt in dem Fall das so versucht aufzuziehen, dass ich alle Faktoren möglichst konstant halte und mir nur die relevanten anschaue, die bei einem solchen Kostenvergleich eine Rolle spielen. Da ist es dann zum Beispiel Zubehör, Kleinmaterial, also für uns ganz klar der Mörtelverbrauch ist ein wichtiger Punkt und natürlich der Arbeitszeitrichtwert, der da auch noch eine wichtige Rolle spielt. Dieser Arbeitszeitrichtwert drückt aus, wie lange dauert es eigentlich, bis ich einen Quadratmeter dieses Produktes aufgestellt habe. So, und da wird es jetzt hier ein bisschen theoretisch und vielleicht ein bisschen kalkulatorisch in der Richtung. Ich habe das hier mal verglichen mit zwei verschiedenen Wandtypen. Das eine ist eine 175er Wand. Und das andere ist diese 365er Wand für außen. Da ging es mir einfach darum, dass bei einer Innenwand von 175 cm kriege ich sehr oft das Argument, dass da natürlich die Ziegelsteine extrem günstig sind im Anschaffungspreis und wir mit unseren Elementen da schon um einiges teurer nochmal sind. Und ich habe mir die 365er Außenwand angeschaut. Und Sie sehen hier in der Abteilung oder in der Spalte keine Dämmanforderungen, also bei der Innenwand, dass der Preisunterschied doch schon recht extrem ist. Das heißt, wir sind mit knapp 60 Franken da am oberen Ende, während der billigste 165er Ziegel 23,50 gekostet hat, muss man dazu wohl leider sagen. Und jetzt habe ich mal geschaut, was passiert. Also großer Einflussfaktor ist einerseits natürlich die Mörtelmenge, der Mörtelverbrauch, beziehungsweise, wie schon erwähnt, der Arbeitszeitrichtwert, das ist hier auch nochmal extra vorgehoben. Und schaue ich auf den 175er SWE, da haben wir halt einen Mörtelverbrauch von 2,95 als Wert und im Vergleich zum Ziegel 22,80. Das sind also schon extreme Zahlen, die da runter und extreme Unterschiede, die da dazukommen. Und beim Arbeitszeitrichtwert geht es in ähnliche Dimensionen. Und Sie sehen dann eben unten im fertig verarbeiteten Preis, wie sich das Ganze anpasst und wie auf einmal der doch so billige Ziegel dann durch den höheren Mörtelverbrauch und durch die höhere Arbeitszeit auf einmal dann doch teurer ist als das, was wir bieten. Und das Ganze lässt sich natürlich auch übertragen auf die Außenwand mit den 365 cm. Dort sieht man also sehr genau, wie dann auf einmal der billigere Ziegel extrem teurer wird. Bei diesen Berechnungen und bei dieser Nachforschung, die ich dort angestellt habe, kann man eigentlich pauschal sagen, dass ein Ziegelstein 50% billiger sein muss, um im Endeffekt auch billiger zu sein oder gleich viel zu kosten wie die Elemente, die wir anbieten. Für Lommes Wiel, das Projekt, welches wir hier in der Nähe von Solothurn umsetzen konnten, habe ich dann mal geschaut, der Mörtelverbrauch, ein ganz wichtiger Faktor, den auch ich als Architekt extrem unterschätzt habe und ich doch mit einigem Staunen aus diesen Untersuchungen herausgekommen bin. Unsere SWE-Elemente aufgrund der Größe natürlich benötigen extrem wenig Mörtel. Wir haben da einen Standardwert, dass wir also irgendwo bei 6,80 pro Quadratmeter liegen. Das heißt, wir brauchen irgendwie 3,5 Kilo Mörtel pro Quadratmeter. Das ist natürlich im Vergleich zu einem Ziegelstein von der Standardgröße ein Riesenunterschied. Der Mörtel für unsere 1925 Quadratmeter Wand, die
ich anfangs dort berechnet habe, der hat mich für Lommesville 13.000 Franken gekostet. Und das Gleiche würde dann bei einem Backstein, der die Maße 240 mal 365 mal 238 hat, würde 50.000 kosten. Das heißt, wir haben 74% Mörtelkosten eingespart, nur durch den Einsatz von großen Formaten. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich bin Architekt, ich bin an einem digitalen Service interessiert, ich etabliere und baue diesen digitalen Service hier in der Schweiz auf und ich werde immer wieder von Bauleuten halt mit Argumenten konfrontiert, die ich nicht widerlegen kann, auf jeden Fall nicht ad hoc. Ich mich mit solchen Argumenten beschäftige und dann eigentlich nachweise, dass sehr viel davon eben Volksweisheiten sind. Und dieser Vortrag oder dieses Ausarbeiten dieser Fakten hier in dem Fall für mich eine Bestätigung darstellen, dass die digitale Planung und die damit verbundene Veränderung der Bauindustrie definitiv Vorteile bringen in die richtige Richtung. Und es geht leider immer und viel zu oft um das Thema Geld, um das Thema Kosten einsparen. Und für uns ist es durch die Digitalisierung, durch die Entwicklung von neuen Produkten, die mit der Digitalisierung einhergehen, in dem Fall auch ein extremes Kosteneinsparpotenzial. Also zusammenfassend kann ich sagen, dass Bluesprint durch den Einsatz von BIM generell sowieso 10% Fehlerkosten einspart. Das ist eine Standardzahl, die Sie hier auf jedem BIM-Vortrag hören werden. Wir haben derzeit 10% Fehlerkosten auf dem Bau, solange es sich nicht um ein BIM-Projekt handelt. Diese Kosten können wir natürlich extrem senken und ich sage jetzt nicht, dass wir das genau auf null senken mit den 10%, aber doch eben auf einen relativ niedrigen Faktor. Durch die Planung von BIM haben wir eine automatisierte Elementierung und automatisierte Masseauszüge. Damit können wir in einer sehr frühen Phase schon sehr genau sagen, was das kostet, was die Logistik bedeutet, auch was das für die Produktion bedeutet. Wir können, ich habe es jetzt oft genug erwähnt, extrem schnell das Ganze aufbauen und einbauen. Wir sparen insgesamt durch unseren leichteren Baustoff auch noch Gewicht auf der Baustelle. Ich habe das für das Projekt Lommesville auch einmal verglichen. In dem Fall habe ich mal nur geschaut, das Gewicht des Mörtels. Wir haben 6,7 Tonnen Mörtel in Lommesville eingebaut und hätten mit einem adäquaten Ziegelbaustein 51 Tonnen Mörtel eingebaut. Und da kann man dann natürlich als Spezialist schon sagen, okay, wenn wir so viel Mörtel einsparen, was bedeutet das für die Wand an sich? Wie viel kann man da einsparen? Da haben wir insgesamt 40% eingespart, weil unser Porenbeton natürlich entsprechend leichter ist. Und wenn wir solche Einsparpotenziale im Rohbau haben, was bedeutet das dann eigentlich für die Fundamente und so weiter? Da können wir natürlich auch extrem einsparen. Und auch da ist es dann halt wieder wichtig, dass wir von vornherein sehr früh dabei sind, damit natürlich der Statiker das berücksichtigt bei seinen Berechnungen. Diese Einsparungen sind nicht nur Einsparungen im Geld, die sind natürlich auch Einsparungen für unseren CO2-Abdruck. Ganz klar, wir verbrauchen weniger Material, wir sparen da dann extrem ein und können Mutter Natur noch etwas Gutes tun. Ein Ziegelstein muss 50% billiger sein, um billiger zu sein als wir. Das ist ein Standard, den man sich jetzt merken kann. Und ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie dürfen mir jetzt gerne noch ein paar Fragen stellen. Ich denke, da kommt vielleicht auch noch was aus dem Off. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Carmelo Bafum ist mein Name, ich bin Architekt. Habe eine Frage bezüglich dem Untergeschoss. Das wird alles vor Ort betoniert. Also es ist so, dass wir generell bei Untergeschossen sehr vorsichtig sein müssen, dass unsere Produkte
nicht die ideale Auswahl sind für Untergeschosse. Und da müssen wir natürlich projektabhängig schauen, ist das sinnvoll, die einzusetzen oder nicht. Da wird dann meistens betoniert, ganz normal Stahlbetonwand. Das ist relativer Standard bei uns, ja. Und die Deckenelemente in den oberen Geschossen, das ist auch alles vor Ort betoniert oder gibt es da vorfabrizierte Elemente? Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Das, was Sie jetzt hier in dem Vortrag gesehen haben, das sind unsere Hebelelemente. Die kann man vorproduzieren, die liefern wir Ihnen vorproduziert und die können so eingesetzt werden. Die haben wir dann aber im Laufe dieser Planung wieder rausgenommen. Unsere Hebelelemente sind extrem gut und effizient für Einfamilienhäuser. Sie haben einen Schwachpunkt beim Schallschutz, das heißt Mehrfamilienhäuser, da empfehlen wir eigentlich dann mit der ganz normalen Stahlbetondecke zu gehen oder mit den Elba-Elementen in diese Richtung zu arbeiten. Okay, Dankeschön. Das heißt, ja, für die Hebelelemente müssten wir halt zusätzliche Schallschutzmaßnahmen dann noch mit einbringen. Da muss man dann halt genau gucken, funktioniert das noch mit der Effektivität und Effizienz. Guten Tag, ich bin Architektin. Ich habe eine Frage, wann muss ein Bauherr sich entscheiden, mit diesem System zu bauen? Also wenn er BIM baut und dann kann er sagen, okay, BIM kann immer noch konventionell gebaut werden und wann muss er sich in der Phase entscheiden, um das mit Ihrem System zu erstellen? Also es ist derzeit noch extrem flexibel. Je früher, desto besser. Aber im Augenblick ist es ja auch noch so nach SIA, dass es dann kommt irgendwann ja auch die Ausschreibung ins Spiel, wo die ganzen Karten nochmal neu gemischt werden können. Was wir derzeit anstreben und was der ideale Fall ist, wenn wir in der Planung früh dabei sind, dann können wir natürlich gewisse Vorteile erreichen, die dann in der Ausschreibung auch eine Rolle spielen. Also sei es zum Beispiel, dass wir gewisse Wandstärken mit einem U-Wert oder mit einem Wärmedämmwert kombinieren können und dass dann in der Ausschreibung natürlich zum Beispiel steht, ich möchte, dass die Außenwand 24 ist und einen U-Wert von 0,19 oder 0,17 erreicht in dem Fall. Und dann gibt es natürlich in der Ausschreibung dann ein Ausschlussverfahren, weil natürlich Konkurrenzprodukte zum Beispiel das nicht liefern können, nicht schaffen können. Aber generell gesprochen ist es so, dass wir sehr gerne, sehr früh schon dabei sind, weil es einfach die Blueprint-Planung uns dann ermöglicht, Ihnen einen zweiten Vorschlag auf den Tisch zu legen. Etwas, was ich auch immer wieder nicht vergesse, sondern eigentlich mit Absicht nicht sage, dieser zweite Vorschlag, den wir Ihnen da liefern, der ist kostenlos. Das heißt also, wenn Sie zu mir kommen und sagen, ich habe hier ein Projekt, dann schaue ich mir dieses Projekt an. Im Idealfall liefern Sie mir ein Modell und ich kann mit diesem Modell dann meine statischen Vorberechnungen unternehmen. Ich kann die Wärmedämmberechnungen vornehmen und liefere Ihnen eigentlich in 10 Arbeitstagen einen Alternativvorschlag, den Sie sich anschauen können. Und ich kann Ihnen sagen, dass dieser Vorschlag wird für Sie so interessant sein, dass Sie den nicht einfach zur Seite schieben, weil die Vorteile, die wir Ihnen bieten können, dann doch sehr überzeugend sein werden. Okay, dann bedanke ich mich soweit. Ich bin Teil des Innovation Labs. Das heißt, Sie werden dort einen Stand von Xella finden. Dort können Sie mich auch direkt persönlich noch besuchen, wenn Sie das möchten. Ich stehe Ihnen da gerne zur Verfügung für weitere Fragen. Also auch gerade, wenn es um Architekten geht, für die das eventuell interessant ist, dieser Service, da bin ich natürlich, wäre ich sehr erfreut, wenn Sie mich da noch besuchen können. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute auf der Messe und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.